Einen schönen guten Abend, herzlich willkommen hier zum Wetter vor 8. Vor 24 Stunden, also genau gestern Abend zur gleichen Zeit, da lag im Norden Schleswig-Holsteins auf der Insel Sylt die Temperatur noch bei plus 2 Grad. Aktuell sieht die Temperaturverteilung so aus, dass überall dort, wo es blau ist, wir aktuell leichten Frost haben. Meistens Werte um minus 1 Grad verbreitet in Schleswig-Holstein, in Mecklenburg-Vorpommern und im Nordosten Brandenburgs. Am kältesten ist es aktuell auf der Insel Hiddensee, auf dem Dornbusch, einem etwas mehr als 70 Meter hohen Hügel. Minus 2 Grad sind es dort. Im Gegensatz dazu der Großteil Deutschlands weiterhin im Einflussbereich deutlich milderer Luft, in Freiburg plus 9 Grad. Jetzt könnte man ja denken, diese kältere Luft kommt weiter in Richtung Mitte und in Richtung Süden Deutschlands voran, aber so schnell geht es nicht. Warum? Ein kleines Tief hat etwas dagegen. Dieses Tief, wir sehen es auf dem Satellitenfilm des heutigen Tages, das ist dieser Wolkenkringel, das zog heute vom Atlantik in Richtung Ärmelkanal. Dort liegt es aktuell und das ist noch immer angereichert mit warmer Luft und das schafft es in den nächsten Stunden bis morgen früh bis in den Westen Deutschlands und hält die kältere Luft im Nordosten davon ab, weiter nach Süden voranzukommen. Wir sehen das Ganze auch auf der animierten Isobarenkarte, auf diesem Film hier. Hier sehen wir dieses kleine Tief. Und das zieht morgen am Freitag in den Westen Deutschlands. Auch am Samstag hält es sich hier noch auf. Und zum Sonntag löst es sich auf. Es füllt sich auf, sagen wir. Und dann ist der Weg frei, dass aus Nordosten die kalte, kontinentale, winterliche Frostluft auch zu uns nach Deutschland vorankommen kann. Das ist der Stand am Dienstag. Dann haben wir Winter bei uns ab Wochenbeginn. Und dadurch, dass sich dann gleichzeitig dieses große Hoch hier über den britischen Inseln bildet, dieses Hoch hält die warme Luft vom Atlantik ab, davon weiter nach Europa reinzukommen, wird es winterlich weitergehen. Über die gesamte nächste Woche hinweg. Wir sehen es beim 15-Tages-Rennen von Berlin. Es sieht aktuell auf all unseren Wettermodellen nicht danach aus, dass es im Verlauf der nächsten Woche erneut wärmer werden könnte. Ganz im Gegenteil, der Winter kommt und er wird für eine Weile bei uns bleiben. Und damit schauen wir jetzt auf das Wetter dieser Nacht. Also in dieser Nacht im Nordosten kalt und an der Grenze zur wärmeren Luft, also von Ostfriesland über die Mitte Niedersachsens hinweg, den Norden Sachsen-Anhalts bis nach Berlin und Brandenburg. An dieser Luftmassengrenze kann es leicht schneien. Wenige Kilometer südlich davon ist es eher Schneeregen. Oder hier im Westen kommt dieser warme Regen an mit diesem kleinen Tief. Das Hochwasserzeichen haben wir eingezeichnet und lassen es eingezeichnet, weil sich die Hochwassersituation nur langsam entspannen wird. Sie wird auf jeden Fall in den nächsten zwei Tagen noch sehr aktuell und akut bleiben. Im Süden übrigens trockenes Wetter, ein paar Wolkenlücken, die Temperaturen. Morgen früh am Ende der Nacht im Nordosten stellenweise minus 4 bis minus 5 Grad. Im großen Rest Deutschlands bleibt die Nacht frostfrei. Morgen Vormittag geht es dann weiter mit diesem Niederschlag von Niedersachsen bis nach Berlin-Brandenburg an der Luftmassengrenze, so entlang der Elbe und der Havel mit Schneefall oder Schneeregen. Ansonsten viele Wolken mit Regen, im Süden eher trocken. Trockenes Wetter mit etwas Sonnenschein, am Nachmittag nur wenig veränderte Verhältnisse. Die Temperaturen morgen Nachmittag im Nordosten minus 1 bis minus 2 Grad. Ansonsten bleibt es warm mit bis zu plus 10 Grad. In der warmen Luft weht der Wind weiterhin aus Südwest. Das wird sich dann am Wochenende allmählich ändern. Der Samstag immer noch eher auf der warmen Seite, dann auch Schneefälle am Alpenrand. Auch am Sonntag noch weiterer Schnee in den Alpen. Und ab Sonntag kommt dann die kältere Frostluft mit Sonnenschein Richtung Süden voran. Ich wünsche noch einen schönen Abend.